Jo Leute, herzlich willkommen jetzt zur Review der aktuellen One Piece Folge 735, das nie gehörte Admiral Fujitoras überraschende Entscheidung. Und diese Folge fand ich echt gut, denn es hatte ein echt gutes Tempo und es wurde sehr viel thematisiert, also man hat echt viele Infos bekommen und das Ganze geht jetzt wirklich einen Schritt schneller voran, was ich im eigentlichen Sinne erstmal ganz positiv finde. Und wir beginnen natürlich am Anfang, denn die Folge startet nun damit, dass sich natürlich die Freude des Landes verteilt, denn der tödliche Vogelkäfig ist nun endlich verschwunden und somit ist der Krieg auch beendet. Und wir sehen auch Sabo, denn der blickt ebenfalls in den Himmel und sieht, dass sein Bruder quasi dafür verantwortlich ist, dass der Birdcage nun weg ist. Und das hat auf jeden Fall schon mal eine sehr positive Stimmung verbreitet. Doch im nächsten Moment sehen wir Gigi's Burgers und dieser ist ziemlich eindeutig von Sabo anscheinend besiegt worden. Und man sieht einfach, dass Sabo deutlich überlegen war, denn Burgess liegt am Boden und Sabo hat nur ein paar Schramm. Und das sagt schon einiges über Sabos Stärke aus, denn wir wissen, dass Burgess somit die Führungsposition der Blackbeard Crew ist. Deswegen er eigentlich auch ziemlich stark sein müsste. Und er hat ja auch im Block A alle mit einer Attacke besiegt. Deswegen sagt das auf jeden Fall einiges über Sabos Stärke aus. Und Sabo will ihn halt jetzt verletzt zurücklassen, da der Kampf vorbei ist. Dressrosa ist halt im Grunde abgeschlossen. Der Krieg ist zu Ende. Also ergibt es keinen Sinn, dass Sabo Burgess jetzt töten möchte. Allerdings möchte dieser das nicht so, denn dieser provoziert ihn extrem stark. Und zwar mit dem Thema Ace. Er sagt nämlich, dass Ace nach seiner Niederlage realisiert, dass er hingerichtet werden soll. Und daraus resultierte halt folgende Sache, denn Ace meinte angeblich, dass sie es nicht seinem Bruder erzählen sollen, dass er verloren hat und so weiter. Und das war definitiv einer zu viel. Sabo mit so einer Sache zu provozieren, der natürlich nicht beim Marineford dabei war, war eindeutig einer zu viel. Ich würde sagen, jeder, der ein richtiger Ace-Fan ist, der hätte in dem Moment viel Schlimmeres getan, als es Sabo getan hätte. Und ja, Sabo dreht sich dann halt um und schaut erstmal ziemlich komisch, denn ja, er hat ihn halt sehr stark provoziert und Sabo kann sich nicht mehr halten und packt dann seinen Kopf wirklich. Und das ist echt eine ziemlich komische Situation. Denn Burgess, er provoziert ihn einfach weiter. Er sagt so, ja, was ist denn eigentlich passiert, während dein Bruder hingerichtet wurde und deine Hilfe wirklich braucht? Da hast du ein Nickerchen gehalten und ihr nennt euch Brüder, das ist doch lächerlich. Und somit provoziert er Sabo so stark, dass er ihn mit einer einzigen Attacke einfach nur wegschleudert. Der beendet mehr oder weniger da wirklich sein Leben. Und das sagt natürlich aus, dass Sabo nichts dafür kann, dass er nicht beim Marineford war, dass er nicht einfach mal ein Nickerchen gehalten hat oder so. Und das war auf jeden Fall eine richtig geile Szene. Habe ich deswegen auch als Titelbild genommen, obwohl nachher eigentlich auch noch eine richtig coole Szene kommt, aber ich habe mich für Sabo entschieden, da ich finde, dass das ein äußerst wichtiger Aspekt für den Charakter ist. Kolla schafft es dann auch endlich, Sabo zu erreichen, denn sie hat die ganze Zeit mit der Teleschnecke versucht, ihn zu erreichen, denn sie möchte jetzt eigentlich die Biege machen und Sabo kann sich ziemlich gut rausreden, beziehungsweise ziemlich gut seine Gefühle vertuschen, denn eben war er noch enorm pissig und richtig schlecht gelaunt und jetzt ist er auf einmal wieder ganz normal und redet halt normal mit Koala und jetzt ist halt die Thematik, dass sich die Revolutionäre eigentlich wieder von Dressrosa verziehen wollen, denn ihr Job ist im Grunde erledigt, denn sie wollten eigentlich eine Liste holen und diese hat Koala und damit ist der Auftrag der Revus erledigt und man möchte sich jetzt halt aus dem Land verziehen. Die Marine ist währenddessen auch nicht untätig, denn sie nehmen die ganzen Leute in Dressrosa fest und das von den kleinsten Soldaten bis hoch zu Doflamingo wird jeder, der für das Schlachtfeld verantwortlich ist, festgenommen und ja quasi weggeschlossen bzw. halt gefesselt und das sieht man auf jeden Fall schon mal als eine echt gute Aktion an, denn viele der einzelnen Leute waren halt verstreut, also die ganzen Doflamingo-Mitglieder da wurden alle verstreut quer übers Land, aber sie wurden alle festgenommen. Das heißt, man weiß wirklich, okay, hier geht jetzt wirklich nichts mehr, denn auch Doflamingo selbst wird festgenommen und damit weiß man wirklich, okay, jetzt kommt hier nicht einer der Don Shotty Crew wieder und zerstört nochmal alles oder so. Und Fujitora ist allerdings noch nicht ganz mit der Sache zufrieden und möchte scheinbar noch eine Sache ausüben, die mit Gerechtigkeit zu tun hat, denn darauf hat man einen gewissen Fokus gelegt. Währenddessen ist ein Vizeadmiral damit beschäftigt, die Nachbarinseln zu informieren, denn die Nachbarinseln wissen gar nicht, was in Dressrosa abging, also sie haben gar nicht mitbekommen, dass da überhaupt was passiert ist und denken alle noch, okay, jetzt kommt eine Ansage von Doflamingo, aber es kommt eine Ansage von einem Marineadmiral und dieser möchte informieren, was auf Dressrosa passiert ist und so weiter. Währenddessen denken die Bewohner von Dressrosa an sich schon an die Zukunft und möchten, dass König Riku wieder in sein Amt geht, also dass er wieder das Land regiert und das ist auf jeden Fall eine echt coole Szene, denn eigentlich hat ja König Riku viel Leid über das Land gebracht, natürlich gegen seinen Willen, aber die Leute verzeihen ihm das, beziehungsweise die Leute möchten nur ihn und keinen anderen und König Riku lehnt das erstmal ab, aber so einfach ist das nicht, denn die ganze Leute schreien und brüllen und sagen, sie möchten eine Zukunft ohne Krieg und nur er kann uns das bringen und somit kann er halt die Leute nicht hängen lassen, zumal auch noch Fujitora kommt und sie überzeugen ihn auch davon und hier kommt eine der krassesten Stellen überhaupt, denn Fujitora tritt mit der Marine auf, ebenfalls bei König Riku und sie verbeugen sich und knien vor König Riku nieder und entschuldigen sich dafür, dass die Weltregierung dafür verantwortlich ist, dass Doflamingo dieses Land regieren konnte und das war eine der krassesten
Stellen, die wir jemals von der Marine gesehen haben, wenn man es so sieht. Denn Fujitora ist ein Marineadmiral und alle Leute sehen das auch und denken sich auch, warte mal, ein Marineadmiral kniet gerade nieder. Denn denkt man an Kizaru, denkt man an Akainu, der würde niemals, niemals niederknien. Selbst wenn er aus Versehen ein Kind von der Mutter getötet hätte, würde er trotzdem nicht sich bei der Mutter irgendwie entschuldigen und niederknien oder so. Das würde der niemals machen. Und Fujitora hat einfach den Respekt. Er hat mitbekommen, was dieses Land erlebt hat und verbeugt sich dementsprechend vor König Riko und eigentlich auch vor dem ganzen Land und vor den ganzen Bürgern. Und jeder Marinesoldat kniet mit. Und die ganze Welt sieht das, denn während dieser ganzen Szenerie, also nachdem das mit Sabo passiert ist und so, während dieser ganzen Szenerie waren die ganze Zeit Videoschnecken quasi am Film und ja, bringen halt die Nachricht mit ins Land. Also die ganze Welt sieht, dass die Marine gerade niederkniet. Und somit erfährt die ganze Welt, dass die Marine am Niederknien ist, Dressrosa zerstört ist, König Riko sein Amt wieder annimmt und Doflamingo besiegt ist, was natürlich der wichtigste Aspekt ist. Zumal man auch sieht, dass Lore und halt Ruffy für diese ganze Aktion verantwortlich ist. Und diese Nachricht verbreitet sich über die ganze Welt. Ohne Spaß, Alter, wer jetzt in One Piece den Job Reporter hat, der hat heute auf jeden Fall einen richtigen Glückstag, sofern auf Dressrosa ist. Aber somit endet die Folge. Die Review an sich ist relativ kurz, aber es ist enorm viel in der Folge passiert. Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, denn mir war es eigentlich ganz sympathisch, so wie das Ganze aufgezogen war. Und das mit Sabo war richtig actionreich. Vor allen Dingen mal wieder die Silhouette von Ace zu sehen, war richtig cool, beziehungsweise in gewisser Weise traurig, aber es war cool, halt Sabos Reaktion darauf zu sehen. Wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt es in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Und lasst ein Like da, wenn ihr weiterhin Reviews auf meinem Kanal haben wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Ciao.